Olivia Kuderewski est née en 1989 en Allemagne, à Gelsenkirchen, dans le nord de la Bavière, où elle a passé son enfance et sa jeunesse. Elle vit aujourd'hui à Berlin. Pendant ses études de littérature comparée, elle a dévoré la littérature de voyage, les travelogues, les road movies et les textes de la Beat Generation, ce qui l'a amenée à faire deux longs voyages aux États-Unis et à écrire son premier roman, qu'elle a principalement rédigé pendant ses études de maîtrise en écriture littéraire. Elle a exercé toutes sortes d'emplois ces dernières années, parallèlement à l'écriture, notamment dans le cadre d'un festival consacré aux œuvres de Bertolt Brecht, dans un pub, dans une agence de publicité, en tant qu'assistante de recherche, dans un centre d'appel pour aspirateurs, dans le cadre d'une initiative de dons de livres, dans une maison d'édition ou en tant que traductrice pour des jeux à l'eau de rose très mauvais goût destinés au téléphone mobile. En ce moment, pour gagner sa vie, écrit-elle, elle travaille comme éditrice d'ouvrages documentaires en plus d'écrire elle-même sur des sujets médicaux. Son premier roman, Lux, a été publié en 2021 et a reçu le Harbourfront Debut Prize. Son livre parle d'une amitié toxique entre deux jeunes femmes qui parcourent les États-Unis et testent le courage et les limites de chacune d'entre elles en se lançant des défis dangereux. Son deuxième roman, Haha Heartbreak, publié en 2022, traite de la sexualité féminine et des relations modernes. Il s'agit d'un monologue intérieur d'un personnage féminin sans nom, au cœur brisé, qui tente de gérer sa douleur pendant un an de différentes manières. Toutes ses œuvres tourne autour du thème de l'autodétermination. Dans le roman sur lequel elle travaille actuellement, une écrivaine sans succès tente d'exploiter l'histoire de sa famille germano-polonaise dans un roman d'autofiction, ceci afin de remporter un prix de littérature attribué à un auteur issu de l'immigration. Mais elle se heurte à de nombreux obstacles. Les souvenirs déformés des parents sur le socialisme polonais et leur fuite de l'Ouest, les difficultés de communication parce qu'elle n'a jamais appris la langue maternelle, les conflits familiaux et l'establishment littéraire, l'angoisse, jusqu'à ce qu'elle commence à déformer les faits à sa manière. Olivia. Merci beaucoup. So it sounds very nice in French, actually, my life. Thank you. I also want to thank you for having us here. It's such a nice experience for me. I'm very happy about it. And I want to thank you also. You're amazing, as Tara said. I'm so happy to like get to know you all and your work. It's very inspiring. And I hope something gets into my third novel of this inspiration. I'm already thinking about like how I can put the chateau in my novel because it's such a great scene. I will read from my second book because I don't dare to read from the new text. It's just not ready enough. And as Sophie said, it deals about heartbreak. It's written from the perspective of a female character, young female character without name, and it starts shortly after a separation from a man, like a couple of days after, and I will read the first chapter for you so you don't have to know anything else than that she's very desperate at the moment. And in the first chapter she remembers the first encounter between herself and her ex-boyfriend, which is very romantic and very sweet. They meet at a bar, or in front of a bar, where she tries to lock her bicycle, but she cannot really do it because it's like rusty. So, and then they meet, they have eye contact, and continues in the bar. So it's very romantic, very sweet. But then this nostalgia gets interrupted by very hateful feelings towards this man because he just left her. So this is the first chapter, and then I will jump a little bit in the text. Like this. Blockiert.
Der Moment, in dem ich mich in dich verliebt habe, war richtig dämlich. Ich habe dir das nie erzählt, weil ich mich im Nachhinein dafür geschämt habe, dass ich so billig zu haben war. Es lief ein Song mit dem Refrain My Heart Boom 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 und plötzlich hatte ich Gefühle. Ich konnte fast hören, wie der Panzer, den ich mir immer zwischen meinen Beziehungen anlege, aufknackte und ich hatte mich vorher monatelang erfolgreich gewehrt, aber dann bin ich bei sowas schwach geworden. Das kann man wirklich niemandem erzählen. Ein paar Wochen vorher hatte meine Freundin mich gegen meinen Willen zu dieser Bar geschleppt. Es war fast Sommer, ich war schlecht drauf und die Leute standen mit ihren Drinks lässig vor dem Eingang herum. Sie fing an, ihre Bekanntschaften zu begrüßen, aber ich musste erstmal wie ein Idiot mit meinem verrosteten Fahrradschloss kämpfen, weil ich den Schlüssel zwar rein, aber nicht mehr rausgekriegt habe. Jeden Frühling nehme ich mir vor, das Schloss zu entrosten, aber vergesse es immer wieder oder finde es dann doch nicht mehr so nötig, bis mir eben sowas passiert. Bis ich vor einem Haufen lässiger Leute minutenlang an diesem Ding herumzerren muss und mein Kopf dabei immer röter wird. Zwischendrin habe ich aufgeschaut, ob mich jemand dabei beobachtet, weil je länger sowas dauert, desto peinlicher wird es. Und zwar nicht nur, weil man so unsouverän mit dem eigenen Equipment umgeht, sondern auch, weil dieses hartnäckige Fahrradabschließen irgendwie bedürftig wirkt. Jedenfalls habe ich angefangen, stark zu schwitzen. Ich war schon kurz davor, einfach wieder nach Hause zu fahren, weil ich dachte, wenn ich nicht mal das hinkriege, wie soll ich dann den ganzen Abend über mit Fremden reden? Aber dann habe ich aufgesehen und bin deinem Blick begegnet. Ich weiß nicht, wie lange du mich da schon beobachtet hast. Du hast riesige, runde Augen und ich konnte deswegen nicht vermeiden, dir da reinzugucken. Meine Augen wurden quasi von deinen verschluckt. Und das war vielleicht ein Schock, aber keine Liebe. Du hattest ein schwarzes T-Shirt, eine kurze Hose und Stiefel an. Ich habe mich gewundert, warum Stiefel zur kurzen Hose? Das machen die sonst nur in der Klamottenwerbung. Ich dachte, das ist nicht real. Für was machst du denn bitte Werbung? Und deine Haare waren mit einem dünnen schwarzen Metallreifen nach hinten geschoben, aus so geringeltem Metall wie das, was die Schreibblöcke zusammenhält. Du hattest damals kürzere und dichtere Haare, die sind dir später immer mehr ausgegangen. Von der Liebe, sagtest du, von dem Ärger mit der Liebe. Aber eigentlich meintest du, von dem Ärger mit mir. Ich habe damals auch gesehen, dass einzelne Haare an deinem T-Shirt klebten. Dunkle Haare auf einem schwarzen T-Shirt, eigentlich konnte man das gar nicht sehen. Und mir fiel auch auf, dass ein paar dieser Haare Spliss hatten und bei bestimmtem Lichteinfall minimal lila schimmerten. Die Schnürsenkel deiner Stiefel hattest du um die Knöchel gebunden und den überstehenden Schuhkragen darüber geschlagen. Ein bisschen wie Flügel an den Hacken sah das aus. Und damals dachte ich, aha, ein Bote, Schicksal. Oder vielleicht dachte ich das erst später, als meine Mutter meinte, Schütze, unternehmungslustig. Und das stimmt. Aber vor allem wurde ich von Anfang an von dir beschossen. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass mich deine Zähne beeindruckt haben, weil sie so wahnsinnig gerade sind. Das habe ich dir gleich als erstes gesagt. Wow, deine Zähne sind so wahnsinnig gerade und es sind so viele. Aber vielleicht hatte ich diesen Eindruck nur wegen deinem breiten Mund, deinem großen Mund, deinem riesigen Mund, deinem Drecksmaul. So viele Zähne, dass ich in unserer letzten Nacht davon geträumt habe, von zwei Wölfen gefressen zu werden. Du hast ein Gesicht zum Niederknien. So sagt man das doch. Das ist mir schon anfangs aufgefallen. Und ich hätte mich bis vor kurzem definitiv vor dein Gesicht gekniet und vor allem darüber. Du konntest nämlich lecken wie sonst keiner, das muss ich zugeben, auch wenn ich dir jetzt die Zunge rausreißen möchte. Und wenn ich an diesem ersten Abend gewusst hätte, wie das mit uns ausgeht, dann hätte ich damals schon angefangen zu trainieren. 20 Liegestütze schaffe ich jetzt und was für eine Dreckslüge das mit der Liebe. In dieser ersten Nacht habe ich dir gesagt, deine Augen kommen mir so schockierend vertraut vor. Ich bin ganz esoterisch geworden, als wir uns auf meiner Matratze gegenüber lagen. Später war dein Gesicht so oft vor Wut verzerrt, ich musste an die Medusa denken, wenn deine Haare dabei offen waren, so viel Hass in den Augen, dass sie dir fast aus dem Schädel gequollen sind. Am ersten Abend in der Bar habe ich dich auf der anderen Seite des Tisches beobachtet. Und als der Typ neben mir endlich nach Hause gegangen ist, habe ich dich hergewunken auf seinen Platz.
Du bist sofort aufgestanden, obwohl du mitten in einem Gespräch warst. Du bist einfach aufgestanden und hast dich neben mich gesetzt. In meinem Gesicht ist alles hart wie Gips. Alle sagen, das ist wie Entzug, schlimmste Sorte, weil Hormone, es braucht Zeit, sich zu entlieben, hat mir ein Freund am Telefon gesagt. Er wollte mich damit beruhigen. Aber ich werde panisch, wenn ich das Wort entlieben denke. Es fühlt sich so an, als würde etwas in meiner Brust gewrungen, wie ein nasser Putzlappen. Ich werde entwässert, alles ist trocken, schwarz und verdreht, wie im Schraubstock. Es ist, als würden Teile von mir fehlen, als hätte man mir etwas entfernt, demontiert, abgenommen oder abgerissen, als hätte man mir dich, während wir gerade noch Händchen hielten, mitsamt meinem Arm abgehackt. Ich versuche, dich anzurufen. Deine Mailbox springt an. Ich suche panisch unseren Chat. Mir kommt das Wasser zu den Augen raus, weil wo dein Gesicht war, ist jetzt ein Personen-Icon. Der Chat ist leer und ich bin noch lange nicht entwässert. Ich bin nicht trockengelegt. Dein Telefon ist jetzt geschützt vor mir. Ich bin klein, blockiert und schwer verletzt. Ich bin eine Telefonterroristin. So this was the first chapter. I hope you got something of the emotions. And I will just read a very short part from the 12th chapter, which is called Focused. And this is several months later, because the book is like 1 year, so this is like maybe 8 months later. And she's overcome her heartbreak, she's not in pain anymore. But at this stage of her emotional development, she's kind of rejecting love altogether, love and relationships. So she doesn't want to have a relationship at all, she doesn't want to have anything to do with love anymore. And it's a mystery to her why people get together in relationships. So I will read this in German first and then in English, so maybe that's better understandable for most of you. Konzentriert. Gerade ist es mir ein Rätsel, dass Leute sich zu Beziehungen zusammenfinden. Man wird so dumm, wenn man verliebt ist. Und es ist ein Fetisch, jemanden besitzen zu wollen. Ich will mich nicht mehr verlieben. Das ist schon oft genug passiert. Ich gehe vorher aus dem Zimmer. Bisher hatte ich in all meinen Beziehungen starke Fluchtreflexe, oft schon in den ersten Monaten. Wenn man zusammen wohnt, ist es besonders schlimm. Ich sitze in den stillen 4 Wänden. Der andere macht nebenan irgendwas in der Küche, ist nur als Haushaltsgeräusch wahrnehmbar. Und urplötzlich erschlägt mich die Ödnis dieser Situation. Ich denke, genau das wird sich noch unendlich oft wiederholen. Manche fühlen sich dadurch sicher, andere denken sich nichts dabei, ich kriege Panik. Du brauchst einen, der viel auf Geschäftsreise ist, hat meine Mutter mal gesagt. Du hast ein Nähe-Distanz-Problem, sagt meine Freundin. Aber dieser andere Mensch ist ständig um einen herum und trotzdem kann man nicht in ihn reinschauen. Von außen ist man so verklebt miteinander, aber innerlich ist dieser Mensch ein Fremder in seinen Gedanken und Gefühlen und Absichten oder wird es über die Jahre, man kennt das aus Geschichten. Da sind Leute 30 Jahre miteinander verheiratet und eines Morgens schauen sie sich an und sagen, du bist mir irgendwie so fremd geworden, Erika/Heinz. 30 Jahre Sicherheit und dann wacht man neben einem Wildfremden auf, weil Heinz/Erika weiß irgendwann so viele Dinge nicht mehr über Erika/Heinz, wenn zum Beispiel ein neuer Gedanke oder eine neue Frisur auftaucht, weil sie steifnackig aneinander vorbeigucken und nicht mehr die Nächte durchreden, wie am Anfang. Sie sind sprechfaul und blind geworden. Die Wiederholung hat sie verkrustet. Sie haben sich nebeneinander eingepresst, abgestempelt, einsortiert und eingefroren, bis sie sich nur noch als Lebenspartner Hüllen kennen. Und womöglich gehen ihnen dabei auch die eigenen Persönlichkeiten verloren. Sie werden zu seelenlosen Ehe-Avataren, zu auseinandergebrochenen, unrollbaren Kugelhälften, zu voneinander entfremdeten Pärchenschatten in der traurigen, trostlosen Alltagsabwärtsspirale. Du musst dein Leben allein leben und sterben auch. Merk dir das. Okay, and now the same in English, or not quite the same. I cut a little bit of the beginning, but you get the main thing. You need a man who's away on business a lot.
my mother once said to me. You have intimacy issues, says my friend. But still, you have this other person constantly around you, yet you can't see inside them. Outwardly, you're so inseparable, but on the inside, this person is a stranger, and their thoughts, feelings, and intentions, or this alienation develops over the years. We've all heard the stories. There are people who've been married 30 years, and one morning they look at each other and say, I don't know you anymore, Erica/Heinz. 30 years of security and bam, you wake up next to a perfect stranger because at some point Heinz/Erica no longer knows so much about Erica/Heinz, such as if they get a new idea or come home with a new haircut. Because they obstinately stare past each other and no longer talk all night like when they met. They've become close-mouthed and blind. They've been encrusted by repetition. They've molded themselves beside each other, labeled, pigeonholed, and frozen themselves until they only recognize themselves in the husk-like context of their significant other. And maybe they also lose their own identities in the process, becoming soulless marriage avatars, unrollable broken half-spheres, or shadows of an estranged couple in the sad, dismal, downward spiral of daily life. You go through life alone, and death too. Remember that. Thank you very much.